So, und weiter geht's mit Let's Play Assassin's Creed 2. Ich scheine schon wieder von irgendeinem blöden Wache verfolgt zu werden. Egal, gucken wir jetzt einfach mal, wo der nächstbeste Leutnant ist. Ah, perfekt. Hier, reparierte Erinnerung. Ja, gehen wir einfach mal hin. Da lang. Du, 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 du. Santa Maria Novella. Da war ja mal ein Assassinengrab, oder? So, wo jetzt hin? Am besten hier hoch. Und dann darüber. Ah, okay. Das ist ein einfaches Attentat. So. Nicht der zurückhaltende Typ, wie? Mann, das scheint irgendein Bug zu sein, dass dieses Symbol da oben rumhängt. Egal, ist gleich weg, glaube ich. Ihr dürft unsere Arbeit nicht stören. Florenz ist krank. Es ist unsere Pflicht zu helfen. Ja, Florenz ist krank. Und du wie? Bist der Virus. Das Volk zwingt, einem Irren zu folgen. Es ist unklug, die Mächtigen herauszufordern. Ja, nun, die werden bald abgesetzt. Nein, ihr bekommt mich nicht. Savonarola wird von eurem Verrat erfahren. Ah, ich sehe, glaube ich, schon einen Weg. Wache! Ich sehe schon einen Weg. Soziale Aufsteiger. Den Adligen verfolgen und zum Schweigen bringen, bevor er Savonarola erreicht. Akzeptieren. 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 So, da hoch. Nein, kommen lasse ich den Kerl nicht. Ganz bestimmt nicht. Tempo, ich verliere ihn. Unter ihm ist alles besser. Unter uns. So. Los, schnell. Schnell, Ezio, schnapp ihn dir. Glaubt es auch, sonst würde es uns doch nicht folgen. Ah, verdammt. Hidden Gun. Ach komm, das ist doch wohl ein Witz! Nehmt euch einen Moment zum Nachdenken! Wir haben recht! Runter oder stirb! Doch. Ihr dürft nicht hier oben sein! Hinfort! Lass mich! Ich hab ihn! You! Erledigt. Ich war ein Opfer. Ich bin nicht schuld. Doch, ihr traf eine Entscheidung. Er verzauberte mich mit diesem Ding. Uhu. Nur weil ihr es zuließt. Ich tue dies für das Volk. Requiescat in pace. Ja, requiescat in pace. Ruhe in Frieden, du Bastard. Oh Mann, ich hasse dieses Symbol. Ich will, dass es verschwindet. So. Nein, das wollte ich nicht. Wie viele bleiben jetzt noch übrig? Noch drei. Noch drei. Sechs getötet, drei bleiben übrig.
Ja, gehen wir am besten gleich zu dem hier. Der ist direkt nebenan. Runter da, Strong! Laju! Da! Da! Stirb! So. Da klebt schon wieder Blut in meinen Fingern. Okay, wer darf als nächstes sterben? Ach so. Okay, hier runter. Los. Wer ist jetzt dran? Los. Los, zeig es mir. Oh, nein. Et omnium gubernator. Cui. Eine lateinische Predigt. Sterbensakramente. Ungesehen auf den Duomo klettern und den verblendeten Priester aus seinem Hochsitz entfernen. Akzeptieren. Schon wieder ungesehen? Ach nee, kommt doch. Nicht schon wieder ungesehen. Danach müsste, glaube ich, noch... Ja, zwei müssten noch übrig bleiben, aber wer? Ich glaube, einer davon ist der Hauptmann der Wache. Das ist dann egal, wer es sehen. Und wer ist der andere? Ach so, richtig ist hier gar nicht verzeichnet. Okay, erledigen wir den kurz. Omnius... ja, das ist voll Latein. Reinstes Latein. Dafür reicht sogar fast mein Schullatein aus. Ganz ruhig. Nein, komm, nicht aufmerksamer werden, nicht aufmerksamer werden. Ja, bitte. Okay. Nicht aufmerksamer werden. Oh, geschafft. Okay, hier muss ich jetzt irgendwo hoch. Am besten, glaube ich, wäre es in einem dieser Fenster. So, jetzt hier rumklettern. So, mit den Bodenwachen habe ich jetzt also schon mal abgerechnet. Ich bin ein Franzose. Ich bin kein Franzose. Ich bin kein scheiß Franzmann. So, nur für den Fall der Fälle. Okay, den Bogenschützen da vorne muss ich töten. Oh Mann, das war knapp. Okay, jetzt muss ich warten, bis der sich wieder beruhigt. Dann am besten hier hängen bleiben. Und dieses Symbol da oben regt mich jetzt wirklich auf. Ich überreagiere wieder. Okay. Der scheint mich jetzt erstmal... Oh ja, richtig. Ja, ja. Perfekt. Oh. Gut, einer weniger. Jetzt als nächstes müssen wir hier drüben hoch. Und so müssen wir jetzt auf den Duomo drauf. Ganz hoch. Dann können wir den Priester töten.
Rex Regum. Mann, die Stelle kann ich jetzt noch nicht. So rum habe ich es nämlich noch nicht versucht. Ohne den allmächtigen Herrn, Gott, den König der Könige und Schöpfer von allem. Egal. Serva et libera. Seine Diener und Kinder. Ah, da geht's hoch. Wisst ihr, das Erschreckendste an dem Ganzen ist überhaupt, dass ich das meiste von dem Zeug sogar verstehe. Eben eine Predigt. Hier da oben liegt sogar noch eine Feder. Mann, Ezio, du bist vielleicht mutig. Domini Nostri, unseren Herrn. So, stirb. Yeah! Ha, schon wieder ein Tod. Ich dachte, er verkündete das Wort Gottes. Dachtest du, war aber nicht so. Ich fürchte, seine Predigt ist nur Lüge. Ich führte meine Herde in die Irre. Ich wollte doch nur glauben. Ja. Glauben. Wir wollen doch alle glauben. Das wollen wir alle. Ja. Ezio spricht mir sowas von aus der Seele. Ja. Ich beende nur die Arbeit meines Vaters. Requiescat in pace. Und der beendet die Arbeit seines Vaters und so weiter und so fort bis hin zu Altair. Noch mal, was der dabei hat. Vier Florin hat der Sack. Oh, dafür wird er bezahlen. Aber es sind noch zwei übrig. Zwei Leutnants übrig. So. Hier bekommt ihr die Leiche eures auf dem Turm predigenden Priesters. So wie schon bei Bruder Stefano. So, wieder einer weniger. Echt, dieser Kerl weitet seinen Priesterpredigten das alte Assassinengrab. So. So, ich glaube, einen höheren Turm gibt es in Florenz nicht. Nee, wir sind jetzt auf dem höchsten Turm von Florenz, dem Duomo. Okay. Springen wir runter. Ja. Einmal. Und noch einmal. Tjo. Ich mache dann auch jetzt einen Schnitt und wir sehen uns dann nächste Episode wieder. Also, bis dahin.